Oh Mann, hier riecht's aber ganz schön nach Affen. Warum riecht's hier nach Affen? Das werdet ihr in den Aztekenruinen herausfinden. Guatemala. Der verlorene Tempel von Toltec sucht die Gedanken von Captain Ash schon immer heim, seit er sein Militärleben aufgegeben hat, um den Pflichten auf den Kontinenten nachzugehen. Im tiefsten Dschungel Guatemalas sieht es so aus, als wenn seine Mission endlich Früchte trägt. Endlich hat er das alte Jadekristall-Artefakt wird endlich einen Platz in seinem Trophäenkabinett einnehmen. Aber viel dunklere Kräfte liegen vor ihm. Ein verlorener Stamm bewacht diese legendären Wände. Und die Eingeborenen sprechen sogar von mächtigen elementaren Golems und Affen. Denke mal, Simians sind Affen. Manche sagen sogar, dass Götter aus alten Zeiten unter ihnen wandeln. Das klingt doch schon mal ganz toll. Es ist 1920, wir sollten also nicht mit zu krasser Bewaffnung rechnen. Ich weiß schon, was es für Waffen gibt, weil an das Level kann ich mich sehr gut erinnern, wegen einem bekackten Rätsel, was ich früher niemals wirklich lösen konnte. Ich hoffe, ich krieg das diesmal hin. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und ich weiß jetzt, glaube ich, wie es funktioniert. So, das ist Captain Ash. Ash ohne Pokémon. Ja, das ist das Michelin-Männchen. Das kennt man ja. Ne, es soll eigentlich ein Steingolem darstellen, auch wenn der relativ weich aussieht. Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation für Captain Ash. Weg ist er. Und Mr. Golem hat das, was er haben wollte. Hat sich den Kristall direkt in seine Hände gebohrt. So, da sind wir. Da sehen wir schon, da rennt ein Affe. Und Affen sind ja so das, was das Spiel hier total krass ausmacht. Ich weiß nicht, wozu wir in den Missionen mal diesen scheiß temporalen Uplink bekommen. Aber ist mir auch egal. Ja, die Luga kennen wir schon aus Chicago. Aber. Ja, wir hören schon Affen. Wir hören Affen. Das sind Affen. Und ja, die sollte man töten. Weil die sind fies. Uah, fuck, Bienen. Fickt euch, fickt euch, fickt euch. Geht weg. Ah, ich habe schlechte Erinnerungen an solche Kameraden. Bin ja, als ich klein war, mal in so ein Wespennest reingefallen. Das war echt geil. Ja, was machen wir jetzt mit den Wichsern? Sind die jetzt abgehauen? Ich habe keine Ahnung. So, das war wohl ein Headshot. In TimeSplitters 3, Future Perfect, sind in Tatsache noch ein paar mehr Affen dazugekommen. Da gab es noch den Cyborg-Affen und den Ninja-Affen. Und da haben wir Crossbow-Fotze. Und da haben wir einen Crossbow. So, wo haben wir denn den Crossbow? Da, 25 Schuss. Weiß nicht, können wir die Wespennester abschießen? Na, anscheinend nicht. Das ist ja toll. Aber wir können die Armbrust anzünden. Ich glaube, dann geht das doch garantiert. Ja, brennende Armbrust Simba. Dann räuchern wir erstmal dieses komische Nest da aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Flupp. Bolzen können wir sogar wieder einsammeln. Und fuck, ich brenne. Das ist ein End. Kennt man aus Herr der Ringe. Wie lange brenne ich jetzt? Sterbe ich jetzt in dem Feuer? Ich glaube, ich sterbe an dem Feuer. Na, wenn das nicht mal schön ist. Dann haben wir das direkt schon mal verschissen. Ich kann mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo schnell Wasser finden. Ja, jetzt brennt er auch, weil ich ihn berührt habe. Ist doch geil, oder? Da haben wir noch ein End. Und Bienen. Ja, jetzt brennt er auch, die Sau. Komm her hier. Naja, egal. Wir starten das von vorne, das war jetzt Zeitverschwendung. Ah, blöd gelaufen. Da rennt der Affe wieder. Sehr hübsch, der Kamerad. Aber ich mag Affen.
Die sind auch im Multiplayer ziemlich gut, weil die halt klein sind und deswegen nicht so eine riesige Hitbox haben. Hallo. Ja, die sind relativ freundlich, die tun einem nichts, aber es gibt noch ein paar andere, die ein bisschen, ja, fiesere Ficker sind. So, jetzt haben wir hier nicht mal den Treffer abbekommen, das war schon mal gut. Jetzt haben wir weniger Bolzen, oder? Hatten wir eben auch nur 20? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich meine, es ist eine Minute her. Da vergisst man halt schnell mal was. Dann warten wir mal, bis es abbrennt. Zack, da sind die Bienen weggeplatzt. Warten mal, bis der End kommt. Das war total random, dass das hier vorne angefangen zu brennen. So, wir sollten uns natürlich von dem auch nicht berühren lassen. Weil der brennt ja halt, wie wir sehen. Ich glaube, die Bolzen können wir uns holen, ja. Immer schön die ganzen Bolzen mitnehmen. So, jetzt kommt da hinten wieder der Typ. Mag auch die Armbrust. Ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingswaffen in dem Spiel. Ja, können wir hier die Waffe auch anzünden? Ja, das geht super. Mal gucken, hier irgendwo. Da war ein End. Jetzt gehen wir erstmal zurück, bis der verbrennt. Nicht, dass der uns auch noch anzündet. So, jetzt müsste er umgefallen sein, man hat es gehört. Ja, da liegt die Sau. Ah, sind natürlich keine Ents. Ich glaube, das heißt Holzgolem oder so. Wenn man im Multiplayer spielt. Ja, man kann auch die Golems spielen. Das ist ziemlich nice. Auch an so eine Golems habe ich schlechte Erinnerungen. Ich erinnere mich da gerne an Two Worlds zurück. Wo Golems einfach mal die übelsten Ficker überhaupt waren. Ich meine, da war jeder verschissene Golem war gegen irgendwas anderes immun. So, und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Schauen wir erstmal hier, da kam der End her. Da ist zu. Das ist hier. Ach, da kommen wir wieder hier hin. Wo geht's da hin? Auch zu. Nice. Und ich muss sagen, wenn man mal von den ersten beiden Levels absieht, dann läuft das Ganze auf dem Emulator echt flüssig. Das ist ziemlich cool. So, da ist wieder ein Affe. Das ist... wie bei den Ducken, so. Das ist der Ort, wo wir hergekommen sind. Das sind halt die Affen jetzt am Werkeln. Keine Ahnung, was sie machen. Sie werden wahrscheinlich das machen, was Affen immer machen. Wenn Leute im Zoo mit Kot bewerfen. Ja. Oder sie schmeißen mit explodierenden Melonen. Headshot. Ja, es tut mir leid für den Affen, aber wer mit explodierenden Melonen schmeißt, hat das nicht anders verdient. Das ist... so, mal gucken, was wir die noch treffen. Da. So, und hier sind wir jetzt bei dieser Stelle, wo wir dieses komische Kackrätsel haben. Da hinten ist noch ein Bienendings, das schieße ich erstmal weg. Kommst du her? Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber... stinkst. Mann, ich spiele echt gut gerade, oder? Ich meine, ich wurde noch nicht einmal getroffen. Wann haben wir sowas denn schon mal gesehen? So. Jetzt warten wir, bis das abbrennt. Und dann gucken wir erstmal, was da hinten gibt. Und hier sehen wir halt, da sind so Bildchen drauf. Und das müssen wir dann irgendwie so rumdrehen, dass da irgendeine Tür aufgeht. Bin mir nicht genau sicher, was ich da machen muss. Aber ich habe eben mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was man machen könnte. Und hoffe, dass das auch stimmt. Oh, jetzt dachte ich, ich werde angeschossen, weil mein Desktop-Hintergrund auf einmal rot geworden ist. So, wir drehen das jetzt mal. Ich glaube, ich will das so haben, dass immer hier an der Seite zwei Zeichen sind, die gleich sind, so wie das hier. Da haben wir zwei gleiche gegenüber und dann haben wir hier diesen komischen Maya-Typen in der Mitte. Ja, auch Maya ist in dem Spiel unterwegs hier. Komischerweise. Oh, fuck, wo kommt der her? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Da steht auf einmal ein Typ daneben, ey. Ja, die Welt geht hier trotzdem nicht unter. Hier sehen wir das zweimal das gleiche drauf, deswegen können wir das drehen. Dann haben wir hier trotzdem zweimal gegenüber das gleiche und haben hier ein Maya-Dingens. Hier haben wir diesen komischen anderen Dingens. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist aus wie ein Coyote oder sowas. Dann drehen wir das. Das ist hier Coyote. Und hier haben wir einen Maya-Kopf. Das heißt, die Seite sieht schon mal relativ gut aus. So, was kriegen wir denn hier hin? Drehen wir erstmal hier das. Dann haben wir die beiden Stimmen schon mal. Ach, jetzt haben wir schon offen. Ausgezeichnet. Ja, wenn man auf Easy spielt, dann ist das von vornherein schon offen. Dann muss man hier nicht so einen komischen Rätsel machen. Vor allem, weil das Rätsel, glaube ich, nirgendwo in dem Level erklärt ist.
Das heißt, man muss das komplett selber rausfinden. Ich weiß nicht, wie man da wirklich drauf kommt. Ich hab das in Jahren des Spielens, habe ich das nie rausbekommen. Jetzt ist mir irgendwie aufgefallen, dass das so gemacht werden könnte. Lalala, Teletubbies. Irgendwas ist gerade explodiert. Ach so, da hat ein Affe einen Kack geschmissen. Jetzt rollen da hinten Baumdinger runter. Was bringt das? Hör auf, du Affensau. Boom. Ja, er verschwindet direkt in der Wand, so wie ein guter Affe nun mal macht. Wenn er angeschossen wird, einfach in die Wand flutschen. Lass mich in Ruhe. Ihr seid Meier, ihr könnt nichts. So, jetzt geht's hier lang. Das ist gerade aufgegangen. Armbrust Imba. Immer mal wieder, wenn man eine Fackel findet, die Dinger anzünden, kann es sein, dass nochmal ein End kommt. Man weiß ja in diesem Spiel nie. Ich habe schon wieder was schießen hören. Ja, ich sollte vielleicht mal nicht mit leerer Waffe reinrennen. So, von da hinten sind wir gekommen. Oh, oh, ich höre Affen. Dann ging es hier, da ist noch zu. Wo ging es denn noch lang? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Auch keine Ahnung, was dahinter liegt. Weil hier hinten ist das, wo zu war. So, da sind wir jetzt durchgekommen. Dann haben wir irgendwo eine Tür aufgemacht. Achso, das war, glaube ich, weiter vorne, wo der eine Fuzzi vorhin dann kam. Lalala. Das müsste denn hier sein, ja. Time Crystal located. Niggas! Wir haben den Time Crystal. Da sind Affen. Haben wir den verlorenen Tempel. Uah! Meine Fresse! Könnt ihr einen mal nicht so erschrecken immer? What the shit? Affen, hört auf. Ich will hier nicht jetzt draufgehen, wenn wir schon beim Kristall in der Nähe sind. Ja, ich glaube, das sind doch so mit die schwächsten Gegner hier. Ficker, weg ist der Kristall. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss, aber ich gucke mich einfach mal in dem Tempel um. Okay. Der Hebel war ja voll gut versteckt. Ah, Rüstung, gut. Wir haben einen Weg zur Auswahl. Da verstecken wir den Hebel. Hey, du siehst anders aus als die anderen. Und hältst deswegen anscheinend mehr aus. Weil du einen Helm auf hast und ich dir nicht in den Kopf geschossen habe, hältst du mehr aus. So. Da ist ein Affe. Defeat the Golems. Ja, Mensch, du bist aus Stein. Ach so, ich musste die hier in die Löcher locken, glaube ich. Ah, geh weg. Go away, Nigger. So, wir haben zwei Golems zur Auswahl. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich die da reinlocke. Halalalala. Da ist gerade was aufgegangen. Jetzt haben sie sich selber eine geklatscht, das ist auch gut. Merkwürdig. Ach, wie kille ich sie denn? Ich will die jetzt hier nicht stundenlang rumkiten. Hier, guck, ich kann mit Pistolen schießen. Die kann man auch im Multiplayer spielen, die Golems. Da sind sie aber nicht immun gegen alles. Da kann man sie tatsächlich auch mit normalen Waffen töten. Wo ist der andere hin? Ist der eine jetzt schon runtergefallen? Das heißt schon. Der ewig gedauert. Da. Ah, ist das. Das ist lame. Ich habe keine Ahnung, wie ich es mache, dass die Dinger aufgehen. Das war knapp. Da hätten wir ihn fast gehabt. Ach, hier sind Platten. Ah. Aber wie aktiviere ich denn die? Ah, so. Gut. Ja, mal gesehen, wie er runtergefallen ist. War es das noch nicht mit den Golems? Und noch einen. Geht's hier hin? Ah, da haben wir mehr. Hallo, Affe. Boah, fuck, ey, lag hier, heftig, ey. Boah, Junge, ey. Voll krass Ghetto-Sprache, Junge. Komm.
Was war das denn? Du warst doch gefickt, Junge. Aha. Jetzt ist er weg. Auf einmal. Wo geht's hier hin? Ah, schreibe ich mir Leute an. Ich hasse es. Den ganzen Tag hat man seine Ruhe, ja? Und dann... Oh, er hat die Aufnahme gestartet. Ich weiß es zwar nichts von, aber ich muss ihn jetzt ansperren. Ich dachte eigentlich, das war's jetzt. Was ist denn los hier? Ist da noch irgendwo einer? Geht's dahin? Nirgends. La la la, na na na. Hat einer von den Golems bestimmt überlebt unten. Irgendwie sowas lame ist bestimmt. La la la, na na. Hier ist überhaupt nichts los. Was muss ich da machen? Viele Golems? 4 von 7? Bitte? 4 von 7? Ah. Boah! Shit. Wer rechnet denn damit, Mann? Ich meine, ich habe zwar gesehen, dass da was ist, aber man rechnet ja nicht damit, dass das auch immer hier losgeht. La 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 la. Wo sind wir denn hier gelandet? Eine Sniper Rifle. Was ist das da? Huah! Fick dich. Shit. Da hinten. Ach Gott. Jetzt muss ich hier noch snipern. Ich krieg ja dicke Titten hier, ey. Wo? Das ist das, was wir kaputt gemacht haben. Da. So, 6, 5 Faces remaining. Ah ja, gut. Jetzt haben wir immerhin die eine Seite schon mal ein bisschen abgeklärt hier. Da hinten. Die bewegen sich wenigstens nicht weg vom Platz. Dann weiß man genau, wo man hinsnipern muss. Da oben dreht sich wieder eins. Kann ich mich absolut nicht mehr erinnern an die Stelle hier. Aber ist ja auch egal. Das Level ist besser als die Scheiße davor. Ja, das Level hier macht sogar Spaß. So, und jetzt bleibst du nur noch du. Also, dreh dich. So. Crossbow. Crossbots. Gifte Crossbots. Junge. Was passiert jetzt? Es kommt näher, oder? Es kommt Tatsache näher. La 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 la. Hallo. Ich weiß nicht, wie du dahinter gekommen bist, ohne die Gesichter abzuschießen, aber du bist anscheinend dahinter gekommen. Wie kommst du bitte von hinten? Da hinten war doch nichts mehr. Ja, hier gibt's Flammen. Also kommen doch garantiert noch Holzgolems. What the shit? Was war das denn? Mann, ey, das hätte man eigentlich mit rechnen können, dass noch sowas kommt. So, da haben wir nochmal 3 Golems. Wie soll ich die jetzt killen, bitte? Ich hab doch hier nichts. Ach, da liegt Bombenzeug. Ja, zum Glück wurden hier Granaten platziert. Meine Fresse. Das hätte ja sonst echt schlimm werden können. Wie feuer ich die jetzt ab? Wie schmeiß ich jetzt die Granaten? Bitte? Au! Kann er die Granaten nicht so schmeißen? Ja, ist ja schön. Da findet man schon mal Granaten und kann sie nicht benutzen. Dann gehen wir einfach wieder raus. Wir wollen hier nicht die ganze Zeit gammeln. Crossbow-Bolt. Toll. Crossbow-Bolt. Ich nehme an, ich brauche eine AK. Woher auch immer ich eine AK bekommen soll. Gehen wir einfach nochmal zurück und gucken. Ich habe Granaten bekommen. Granaten sind für die AK.
Ich habe keine AK. Also kann ich nicht mit einer AK schießen. Ich will nicht zurück. Wo kriege ich eine AK her? Die Fragen, die sich mir hier aufwerfen immer in diesem Spiel. Das, obwohl es eigentlich relativ simpel ist. Das postet da schon wieder für eine Scheiße was bei Steam. Immer so eine Dill. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Aber ich habe Angst. Er wird meinen Arsch ficken. Er ist groß und mächtig und hat Muskeln. Steinmuskeln. Lalalala, ich habe Angst vor euch. Lasst mich bitte in Frieden. Got the Grenades, die hatte ich doch schon. Ich habe immer keine Waffe dafür. Ich kann hier nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ach da! Grenade Launcher, ja, na bitte, warum liegt denn so weit hier rum? Ja, ich nehme an, das wird mir kein Schwein sagen können, warum hier ein Granatenwerfer liegt. Ach, der kann sogar mit Feuer schießen, ist auch schön. Ich spring mich gerade selber. Wer legt denn bitte in Aztekenruinen einen Granatwerfer auf den Boden? Wie steht's mit meinem Leben? Ich bin halb tot. Naja, gut. Ich weiß nicht, wo der Golem ist. Hallo Golem, wo bist du? Da bist du. Du stackst. So, merken wir uns. Granaten sind effektiv gegen Golems. Hallo Timesplitter, schön, dass du da warst. Du bist leider zu spät. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich muss gerade echt sagen, vom Fun-Faktor hat mir das Level bisher am besten gefallen. Obwohl ich die alle schon kenne. Und das Level früher mal gehasst habe, es hat echt Spaß gemacht. Unglaublich, oder? Ich meine, nach dem Arschlevel von gestern haben wir jetzt tatsächlich eins gehabt, was Spaß gemacht hat. Hm, Katzi. Ja, da klemmt immer noch einer drin. Oh yeah, er bereitet sich vor, seinen letzten beiden Abenteuer stehen an. Das haben wir freigeschaltet, den Stone Golem. Wow, schon? Wusste ich gar nicht, dass man den hier bekommt. So, als nächstes steht dann die Roboterfabrik. Ich glaube, die ist nochmal auf einem Arschlevel mit dem Atomsmasher, wenn ich mich richtig erinnere. Das wird richtig geil, aber man sieht 2315. Ja, das ist somit das Letzte. Von der Zeit her, da gibt es dann wieder ordentlich Laserwaffen und so. Naja, ich hoffe, ihr hattet mit dem Level auch so viel Spaß wie ich. Ansonsten, ja. Vielleicht bereitet euch die Roboterfabrik beim nächsten Mal mehr Freude. Ich bin Wirvin, das war Timesplitter für heute. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.